mysterious artifact. An alien ring, lost for thousands of years. Marooned on its surface. Hunted by an undaunted foe. You are mankind's most advanced warrior. So, nach der kurzen Einstimmung zeigen wir Ihnen ungeschnitten 2 Minuten aus einer Halo-Mission. Vor uns eine Alien-Artilleriestation. Die könnten wir auch bemannen jetzt, wo das Alien tot ist, aber wir haben erstmal Besseres zu tun. Denn dort hinten sind einige Kollegen, Kameraden unter Feuer. Das ist ein feindlicher Gleiter, ein sogenannter Ghost, sehr wendig, schnell und schwer zu zerstören. So, nun zum Jeep. Ein Tastendruck stellt das Fahrzeug wieder auf, wenn es sich überschlagen hat. Rein. Und wenn ich jetzt schnell in die Nähe meiner Kameraden fahre, springen die auf. Sieht die Sache schon ganz anders aus, weil in einem solchen Fahrzeug ist man relativ sicher vor Alienfeuer und kann ordentlich mit der Bordkanone austeilen. Wir lenken übrigens und die KI schießt. Beachten Sie das Eis, das wegsplittert, oder zugefrorene See. Und da vorne ist schon wieder ein besseres Fahrzeug. Deswegen schnell raus. Und auf den riesigen Panzer. Immer wenn Sie in Halo ein neues Fahrzeug finden, kommt eine solche Einblendung, die kurz die Kontrollen erklärt. So, jetzt geht's aber weiter. Die Kameraden springen wieder automatisch auf. Und Feuer. Die riesige Bordkanone kann übrigens nur alle paar Sekunden schießen. Das Bord-MG darf ununterbrochen feuern, damit sie zwischendrin nicht wehrlos sind. Der Panzer ist unzerstörbar. Sie können höchstens gestoppt werden, wenn der Feind es schafft, sie herauszuschießen. Doch nicht immer geht es so brachial zu. Manchmal müssen sie die Gegner auch ohne Lärm ausschalten, einfach lautlos. Oder aus der Distanz. Zum Abschluss noch ein Blick in den Sumpflevel, wo eine bislang nicht gezeigte Waffe zum Einsatz kommt, die Shotgun. Und jetzt haben wir noch 1 Minute aus dem offiziellen Trailer für Sie. Equipped to battle indoors and out. Pilot any vehicle. Skilled in all weapons, human and alien. You are humanity's final hope.